Hallo Leute und herzlich willkommen zu Inside. Wir werden das heute mal anspielen. Okay. Jump Space, Use Interact. Oder der. Ja, Idee. Tab ist fürs Inventar. C ist für Geräusch machen. Wieso auch immer. Und wir können zoomen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Flashlight ist natürlich auf F. Und EMF wieder, also auf Z. Oh cool, wir haben einen EMF-Reader. Oh Gott, Inside has four endings. Krass, also vier Enden. Okay, hier sind die Anforderungen für jedes Ende. Ich, warte mal. Also ganz normales Ending ist einfach der simple Escape. Also abhauen müssen wir scheinbar von irgendwas oder irgendwo. Das Detective Ending. Wir. Oh Gott, ich bin immer noch angeschlagen. Do not interfere spirituality. Was heißt das? Keine Ahnung. Ist alles das Diary, also alle Tagebücher Einträge wahrscheinlich einsammeln oder alle Tagebücher, alle Research Diaries. Wir müssen. Ah, warte mal. Glaub, wir müssen auch irgendwie ermitteln. Also wir müssen die Waffe finden, die Person benutzt hat, um Selbstmord zu begehen und natürlich abhauen. Die Cultist Ending, da müssen wir einfach abhauen, also einfach break it, also wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, sozusagen durch eine Tür rennen, einfach warm. Und Exorcist Ending, oha, arm the energy und escape. Ja, ich hätte gesagt, wir machen einfach mal los. Do not make noise, speak in real life. Das hat Impact gegeben. Okay, das wäre irgendwie scheiße gewesen für ein Dings. Jumping into object, make noise. Also wenn wir, glaube ich, reinspringen in irgendwas, dann macht das auch Geräusche. Story. Aha, so, okay. Wir müssen also wenn wir Tagebücher-Einträge sammeln, dann das wird uns bei der Story helfen und alles und wird uns so ein kleines Puzzle geben, das wir completen können. Also fertig machen können. Crouch and hide under tables and close to prevent being seen. Ah, okay, also wir können uns dann so schützen, wenn wir zum Beispiel unter Tischen oder in Clothes, also wahrscheinlich in einem Kleiderschrank oder so, können wir uns dann verstecken und dann werden wir nicht gesehen. Your safe approaches get cleared whenever you get an ending. Escape. You can save the game from the pause menu. Okay, also es hat auch ein Pause-Menü, das ist ziemlich geil. Oh, shit. Alter, direkt extrem erschrocken. Alter. Oh Gott. Ich will einfach das Gesicht. Das halbe Gesicht. Und auch die Musik, alle richtig gut, aber auch, boah, creepy. Cool auf jeden Fall. Oh. Das sollte doch nicht so sein, oder? Space, wake up. Whoa. Wieso ist hier alles voller Blut? Okay, die machen so ein bisschen langsam. Oder einfach so ein Schredder-Dings. Bridge Door. Wieso sind hier Blutsäcke drin? Also irgendwas ist hier nicht ganz normal. Flashlight, dann nehmen wir doch mal. Ich glaube, wir benutzen es mal nicht, solange wir es nicht nehmen müssen. Oh shit, bin ich erschrocken. Oh ne, wir müssen das jetzt alles lesen. Ich kann kein Englisch. Ich lese es mal und dann sage ich, was ich ungefähr verstehe.
Also wir spielen scheinbar mit Sachen rum. Also mit dem Körper, sage ich mal. Und wir sind scheinbar so ein Wissenschaftler oder so, der experimentiert mit den Körpern und so. Und langsam gehen uns so ein bisschen die Ideen aus. Und ja. Und wir hoffen, dass wir das Projekt nicht stören müssen. Diary Research. Ah, okay, genau. Wir können jetzt hier so den Ärmel. Was ist das denn für ein. Den habe ich aber. Wow. Okay. Den habe ich aber anders in Erinnerung, aber egal. Fridge Door. Wahrscheinlich auch nur. Ah, hier ist ein Schlüssel. Lab Key. Okay, für das Labor wahrscheinlich. Also, das Spiel sieht auf jeden Fall gut aus. Haben wir auch einen kleinen Plan. Okay, keine Ahnung. So. Hallo. Ich bin aber ziemlich froh, dass es nicht so. Auch noch so. Oh Gott. Dass es nicht so in dem Keller ist, wie wir schon mal hatten. In diesem. Basement hieß das Spiel, glaube ich. Stell doch mal vor, wie das. Hier ist irgendwas. Erfahren zu Mechanics. Okay. Dann mach doch die Tür auf. That was a gunshot. Oh. Was soll das? Das ist bad. What the fuck is this? Ja, das. Also wahrscheinlich war das eine Person oder so. Oder hat sich schon mal umgebracht oder was? Ich meine, wir haben einen Pistolenschuss. Forward Key. Diary. I can't do this anymore. I'm blowing a fucking hole in this body's head. What? Der Schmerz war unerträglich. Der Schmerz war unerträglich. So, Tim, das ist besser. Okay, this will be my final entry. When I'm gone, the energy can do as it pleases. Okay, also er will scheinbar nicht mehr in diesem Körper leben, nicht mehr in diesem Schmerz. Er will für immer die Energie lieben. Keine Ahnung, was das soll. New Stitch. Das ist ja die Person, wo wir anfangen. What the fuck is this? Ja, das. Er macht das mal auf. Vielleicht finden wir hier die. Ein Coin. Ich bin der Coin Master. Ich bin der Coin Master. Okay. This is locked. I need this key. Okay. I research. I'm ending this project as a matter of fact. I'm ending all my projects. The energy is all I need. I need never leave. Okay, also wir beenden unser Projekt scheinbar irgendwie. Wir brauchen nur die Energy. Oder ich weiß nicht, was Energy heißt. Ist das irgend noch ein anderer Name? Oder hat das Wort noch irgendeine andere Bedeutung als Energie? Jetzt die Dings angemacht oder ausgemacht? Noch ein Diary. So, das sieht man ja kaum. One Love, One Life, okay. Also scheinbar kann dieses Wesen jetzt wieder sich fühlen wie ein. Ich check's nicht irgendwie was mit fühlen wie ein Mensch, dass man sich wieder so fühlen kann. Und er will länger in seinem eigenen Körper sein, irgendwie. Und nicht in anderen oder sowas. Ich verstehe es nicht ganz, aber egal. So, die Tür ist offen. Oh, das ist ein schönes Wohnzimmer. Kann es sein, dass das verschiedene Apartments sind? Also so viel Text, ey. Have the same meter in my lab that I used today. Lol. I picked up a very strong and bizarre energy wheel. Ach so, der. Ah, my house is haunted. Oh nee. Fuck no. I don't believe in ghosts. Paranormal should summary do that to that. Ja, okay, also scheinbar wird unser Haus von Geistern heimgesucht. Und das ist nicht so geil. Aber wir haben ja unseren EMF-Reader. Der kann uns zeigen, wann wir in Gefahr sind, scheinbar. Weil, das kennen wir von. Oh. Above the hour arm of a clock. Also so ein Zeiger.
Hast du ein neues Projekt? Ich dachte, er wollte aufhören. Hey, what the? About this energy, wow. I'm sleeping like a baby. Okay, wenn du meinst. Weiß nicht, ob das. Ah, ach so, das ist einfach so ein. Wieso denn das Portier? Oh, ah ja, aua. Voll in den Kopf gehauen. Okay, Diary. So I've been feeling strange whenever I'm inside a house. Ja, das kann ich verstehen. I get weird vibe. It feels strangely addictive to puff. If I had to describe it, would certainly can use revenge. Okay. Genau wegen diesen paranormalen Aktivitäten noch mal ein bisschen mehr. Was war das? Also diese Gänge, wenn sie so unendlich lang sind. Also sind sie ja nicht immer lang halt. Ja, die Sonnentür. It's locked. It's locked. Also da gibt es noch richtig viele Sachen, Alter. Oh, die Sonnen-Diary. I finally returned from my was? Extensive research in Russian. In Ruska. Okay, es war nicht so phänomenal scheinbar dort. Und it was pure vanilla to Gustav. Okay, irgendwie Gustav irgendwas? Also irgendeine andere Person. Okay. Interesting. Also, nee, jetzt geht's ja richtig ab. Habt ihr das gesehen? Jetzt ist hier ein neuer Raum. Oder was? Ah, Table Chip. Oder Chip. Können wir das alles öffnen? I'm in love. And the best part is, loves me back. And promised to never leave me. Ah, okay, wir sind verliebt und irgendetwas. Wieso sind die Dinge hier? Stühle. Es ist weg. Oh nee. Ja, toll. Wow. Wow. Was ist los? Was? Hallo? Oh nee, nochmal. Alles von vorne? Okay, warte mal. Mach mal hier ein bisschen hin. Jetzt. Ja, ich hab's übelst nicht gecheckt. Plötzlich ging das einfach ab und tot. So war's ungefähr. Okay, hier war noch den Key, oder? Ja, genau. Mehr fanden wir, glaube ich, hier drin nicht. Ein Flashlight, wir brauchen noch gar keins. I need to get power on. I need this key. Oh, shit, it was a shot. Oh, nee. Das ist aber nicht cool. Oh, ah, hier ist noch ein Key. Genau, den Teil, den ich eigentlich will, muss ich eigentlich nicht mehr rein. Aber du bleibst schon hier. Und du bist Coin Master. Ich bin der Coin Master. Okay, genau, die Diary-Einträge lassen wir auch einfach mal. Ich meine. Ne, im. Nein. Toggle Power. So. Nice, und wir geben jetzt mal ein bisschen Gas, bevor das Ding wieder lebendig wird. Hier ist auch noch irgendwas. 1946. Okay. Wenn ihr meint, liegt auch noch ein Tagebuch. Okay, ja, ich weiß halt nicht, wie wir diesem Ding entkommen können. Wenn wir das überhaupt können. Wo geht's denn hier noch lang? Yeah, das ist ein Diary, das wir noch hier. Today I woke up with an intense migraine. Oh no. Okay, also er wird heute nicht weitermachen, denn er hat eine Migräne scheinbar. Oder fühlt sich zumindest so, als hätte er eine. Okay. Oh mein Gott, Alter.
Buff, fuck, ey. Okay, also irgendwie, keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht. We need its key. Locked. Scheiße. Was, das ist auch locked? Ah, hier ist diese. So. Wetten, das wird in 3 Uhr nachts stehen. I slept really shitty. And now I have a fucking headache. Aber das ist nicht so geil. Jetzt hat er nämlich Kopfschmerzen. Ja, belastend auf jeden Fall. So. But now. Now we're talking. Müssen noch ein bisschen einen Schlüssel finden. Gibt's auch noch. Unangenehm. Würde ich mal sagen. This is so fucking bizarre. The energy. It feels like communicating with me. Also dieses Wesen, das sich schon mal umgebracht hat oder was auch immer, das will jetzt Kontakt zu uns aufnehmen. So, wir wollten ja das hier nochmal machen. Ah, ich sehe den Diary. Ah, das hatten wir schon. Oh nee, okay, es ist schon mal schon frei, weil hier liegt ein Stuhl herum. Wir müssen halt noch mal kurz alle anklicken. Da wir noch kurz, einmal kurz, weil sonst zählen die nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen ja. Hey, ich weiß doch auch nicht, wo ich hin muss. Wir haben jetzt schon 15. Wir haben noch 15 mehr. Alter Schwede, habe ich mich erschrocken. Okay, mach mal hin. Okay, also so extrem gruselig war es jetzt auch zwar eigentlich nicht, aber ich habe mir extremst erschrocken. Hier war ja wirklich nichts, oder? Nee. Wieso liegt. Ah, stimmt, hier war auch noch irgendwas. Genau, hier Massen. Okay, hier war aber, glaube ich, nichts, oder? Oh. King. Ah, das sind Unterschiede zwischen Notes und Diaries. Wait, hä? Auf mein Key? Das war ja du. Das war ja du. 15 auf 15, jetzt haben wir. Ah, die sind. Ah, okay, ich werde jetzt checken. Okay, ich bin hier jetzt wieder der Coinmaster. Ich bin der Coinmaster. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht so schnell wieder. Wäre ich dir sehr verbunden. Okay, wir müssen schon aber eigentlich auch gar keine Notizen lesen, weil das ist halt nur storymäßig jetzt. Gegen müssen wir herausfinden, wie wir fliehen können. Das ist die größere Herausforderung. Warum ist auch noch irgendwas? Table Chip. Einfach nur Chip. Cool. Dann ist es doch. Haha, nein, Spaß. Es ist kein Chips, sondern ein Chip. Genau. Und jetzt wieder das Zeugs. Hier war ja auch noch was drin. Rain Cleaner. Was ist das denn eigentlich? Boah. Ach, hier ist der Billardtisch. Also ich höre auf jeden Fall schon wieder Steps. It's locked. Das ist nicht so geil. Da liegt noch was. Ah ne, das ist irgendwie nur bugged, keine Ahnung. Und hier war auch noch 1946. Für was brauchen wir das denn? Das ist ja auch so weird. Also, ne, nicht weird, sondern. Ich.
Wow. Oh, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah, lass mich. Oh. Yes. Alter, ich schwitze auch schon wieder wie ein Kühlschrank, Alter. Okay, gut, Lagecheck wollen wir noch. Kurz Ärmel nach hinten. Ja, okay. Puh. Okay, wir brauchen noch zwei Items. Items haben wir schon fast alle, okay. Story-Items haben wir allerdings noch keine. Die haben wir auch noch sehr wenig. Das musst du nicht der Escape-Knopf fehlt. Oh, der Escape-Knopf. Wo ist der? Habt ihr sie gesehen? Das ist kein Spaß hier. Ich gehe jetzt nochmal ins Labor. Ich hoffe, dass mich nicht. Geil, Alter, wir haben auch das Monster-Stack gemacht. Das Spiel, du Hurensohn! Oh, dass es wirklich stark ist. Ja, ich glaube, es ist stark. Oh, das wäre ja so geil, dann könnten wir das Spiel auch durchspielen, ohne dass ich hier sterbe vor Angst. Ach, stimmt, hier hatten wir auch noch ein bisschen was. Ist hier noch was drin? Ne, das ist locked, genau. Das ist auch locked. Ah, stimmt, hier auch noch. Wieso ist denn alles? Ach so, weil noch ein Zeiger fehlt. Ach, hm. Diese Pounds. Oh, wenn ich erschrocken, das Ding einfach wieder um die Ecke geslidet kam. Oh Gott. Lol, ich nehme schon 22 Minuten auf. Ja, kannst du mal aufhören, bitte? Okay, Leute, also, es war doch nicht stark. Das Ding ist, das Spiel ist jetzt nicht unfassbar gruselig, aber man erschreckt sich halt, weil dieser Jumpscare-Effekt ist halt da. Weil du weißt halt nie, es kann halt immer random um die Ecke kommen. Und so wie vorhin kam es einfach um die Ecke und rannte einfach auf uns zu und dann bist halt so in Panik. Auf jeden Fall war es das mit Inside. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Wir können es eigentlich irgendwann mal noch spielen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was wir noch hätte machen sollen. Ich glaube, wir hätten ins Labor gehen müssen und noch irgendwas so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. War es das mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.